Wird nach Ablauf des Sterbevierteljahres nur noch die Witwenrente statt der Altersrente ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Erhält die Witwe oder der Witwer die errechnete Witwen- oder Witwenrente nach Ablauf der 3 Monate zusätzlich zu der eigenen langjährigen Altersrente oder wird dann lediglich nur noch diese Witwen- oder Witwerrente an den Hinterbliebenen ausgezahlt? So eine Frage, die uns auf rentenbescheid24.de erreichte. Die Altersrente und die Hinterbliebenenrente sind zwei völlig unterschiedliche gesetzliche Rentenarten. Die Altersrente unterliegt völlig anderen Anspruchsvoraussetzungen als die Hinterbliebenenrente oder auch die Witwenrente, große Witwenrente, kleine Witwenrente, Erziehungsrente, Waisenrente und so weiter. Und der Anspruch auf ihre Altersrente geht nicht deshalb verloren, weil sie eine Witwen- oder Witwerrente bekommen. Zusätzlich zu der Altersrente. Die Altersrente wird im Normalfall der Höhe nach so geleistet, wie Sie Rentenbeiträge eingezahlt haben und auch hieraus eigene Rentenentgeltpunkte erwirtschaftet haben. Und es findet auch keine Anrechnung der hinterbliebenen Rente an die Altersrente statt. Die hinterbliebenen Rente ist kein anrechenbarer Hinzuverdienst nach § 34 SGB 6 Sozialgesetzbuch Nummer 6 Rentenrecht. Andersherum kann eine Altersrente an die Witwenrente angerechnet werden. Denn die Altersrente ist per Gesetz anrechenbares Einkommen an die Witwenrente. So finden wir das in § 18a fortfolgende Sozialgesetzbuch Nummer 4 geschrieben. Ob die Altersrente der Höhe nach an die Witwenrente dann angerechnet werden kann oder wird, ist eine völlig andere Frage. Und im Sterbevierteljahr, also in den ersten 3 Kalendermonaten nach dem Tode des versicherten Ehegatten oder versicherten eingetragenen Lebenspartners, findet kraft Gesetz keine Einkommensanrechnung statt. Das zeige ich Ihnen mal ganz kurz im Paragraphen 97 SGB 6. Und dann gehe ich mal ganz kurz auf den Paragraphen 97 SGB 6, Sozialgesetzbuch Nummer 6. Und zwar ist das die Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes. Und zwar steht hier im Absatz 1 des 97 SGB 6 sinngemäß geschrieben Einkommen, das dann also mit dieser Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente zusammentrifft. Ja, wird hierauf angerechnet und das gilt aber nicht für solche Witwen oder Witwer oder Erziehungsrenten, bei denen der Rentenartfaktor 1,0 ist. Und das bezieht sich genau auf dieses sogenannte Sterbevierteljahr. Der Rentenartfaktor im Sterbevierteljahr, also in diesen 3 Kalendermonaten nach dem Tode des versicherten Ehegatten, ist dann immer 1,0. Das heißt also, dass im Sterbevierteljahr es grundsätzlich keine Einkommensanrechnung gibt, danach aber schon. Im Ergebnis kann ich nur Folgendes sagen: Die eigene Altersrente wird unabhängig von der Witwen- oder Witwerrente geleistet. Sie kann unter bestimmten Umständen, unter bestimmten Voraussetzungen an die Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden. Und es kann sogar so weit führen, die Einkommensanrechnung, dass die Witwen- oder Witwerrente dann nicht mehr gezahlt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.